Hallöchen, Popöchen, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Werde zur Legende mit Otaldo. Und wir schauen uns nochmal meine Daten an. Da sehen wir ja, man kann ja Fokuspunkte setzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal gesagt habe, beim Training. Und da habe ich ja teilweise auf Ausdauer, auf Passspiel und auf Torschuss gesetzt. Ja, okay. Man sieht oben auch das Gehalt. Das Gehalt ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Außer, dass man halt mehr Knete kriegt, um einen besseren Manager zu kriegen. Also das ist dann noch nicht Agentenvertrag, hier kann man das sehen. Der kriegt ja zum Beispiel 2000 Euro pro Monat. Der kann ist halt nicht ganz so gut wie der nächste. Der würde ja schon 4000 im Monat kosten. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viel Geld ich denn sozusagen immer übrig habe. So kann ich hier irgendwas. Ah, Artikelliste, Konsumartikel. Wir sammeln Erfahrungspunkte für Ballkontrolle. Ja, machen wir auch mal. Das wollte ich auch noch machen. Zack, bisschen Erfahrung gesammelt. Sehr schön. Was ich aber machen wollte ist, wo kann ich sehen meine Daten, wie viel Geld ich denn jetzt gerade aktuell habe? Basisinfo, nein, das ist alles mein Team. Ach, gewünschte Spielernummer, ja, da möchte ich gerne nochmal gucken. Ich habe die 13. Welche kann man mir denn noch anbieten? Die 12. Hm. Andere kann er mir nicht anbieten. Ich kann natürlich hier irgendeine Lehre nehmen. Nö. Oh, jetzt habe ich die 40. Nee, dann nehme ich doch die 13. Okay. Lassen wir das einfach mal. Otaldo sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Ich hätte ja gerne auch ein Otaldo-Trikot. Aber, ach, da oben steht ja, 1000 Euro habe ich. Ich kriege abzüglich Steuern wahrscheinlich so 6000 im Monat raus. Eventuell könnte ich mir da einen anderen Agenten. Ah, ich muss den auch gleich bezahlen, ne? Nee. Dann spulen wir lieber vor. Zum Datum vorblättern. Hier, Auswahl Nationalmannschaft, da sind wir nicht dabei. Deswegen spulen wir mal zum nächsten Spiel vor und hoffen natürlich, dass wir aufgestellt werden. Manchmal kann es halt passieren, dass man eben nicht aufgestellt wird oder halt erst in der zweiten Halbzeit oder so eingewechselt wird, also dass man auf der Auswechselbank ist. Je besser man ist, je besser man spielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch dauerhaft auf der Start oder dauerhaft in der Startaufstellung ist, ne? Das ist natürlich klar. Ich habe gehört, dass der Trainer dich in seinen Plänen für den Spieltag nicht berücksichtigen wird. Du musst mehr tun, um ihn im Training zu beeindrucken. Als Profi solltest du im Klaren darüber sein, wie gut du bist und was du schon erreicht hast. All die Dinge kannst du in persönlichen Infos meine Daten auswählen. Okay, trotzdem haben wir Training schon mal verbessert. Standardsituation und Ballkontrolle hatten wir durch solche Konsumartikel erhöht. Ja, das ist natürlich jetzt nicht überragend viel, was man da an Erfahrungspunkte kriegt, aber es hilft auf jeden Fall schon. So, dann müssen wir weiter vorstellen. Nächstes Datum. Ich glaube, der erste hier, der dritte Spieltag, der dritte des Monats, September, ist sozusagen. Aber kurz hier schauen, was ist das? Für ein Frage, Ausrufezeichen. Transferfenster wird heute geschlossen. Alle Vereinswechsel, die nicht bis heute abgeschlossen werden, müssen erst im Januar wechseln. Achso. Okay. Dann für Informationen. Was ist das hier? Statistiken. Best Player Award. Ja, aber das. Da sind wir ja nicht dabei. Das kann aber auch noch alles kommen. Das ist auch sehr cool. So, wir möchten jetzt hierhin vorspulen. Zack. Und hoffentlich werden wir jetzt berücksichtigt. Wenigstens auf der Bank. Ich habe deinen Profit für diesen Monat berechnet. Schau mal kurz drüber, bevor du alles auf den Kopf haust. Ja, das Witzige ist, man kann es nicht auf den Kopf hauen. Es gibt nichts, was man damit machen kann. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben jetzt aber 8000. Zu seinen Steuern. Tralala. Manager, Agent, Monatsgehalt des Agenten 1000 Euro. Okay. Okay, ich bin jetzt. Das, mit dem besseren Manager können wir uns eigentlich noch ein bisschen sparen. Denke, habe ich gerade so überlegt, weil. Schauen wir mal, was bringt das hier? Verhandlungen, Fähigkeiten, Verbindung, Managementfähigkeit, Spielerunterstützung. Okay, Spielerunterstützung. Oh, guck mal, die nächste Stufe ist schon bei 50.000. Komm, machen wir einmal Spielerunterstützung.
Wenn du einen Vertrag abschließen möchtest, brauchst du nur die Zeit vorzuspulen. Okay. Auf jeden Fall, wir wollen zum nächsten Spiel. Wir hoffen, dass wir spielen können. Wir sind zwar nur auf der Bank. Das heißt, ich werde das ein wenig vorspulen. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft da ein bisschen gut vorarbeitet. So, da können wir hier mal sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das doof findet, wenn ich auf doppelte Geschwindigkeit mache, aber es ist halt, wir schauen nur den Computer zu und das muss man nicht unbedingt auf einfache Geschwindigkeit haben. Wichtig ist es heute, dass ich eine gute Bewertung wieder kriege. Letztes Mal hatte ich eine 7,5 und das war ja gar nicht so schlecht, aber leider war ich nicht Man of the Match, weil ein anderer 8,0 als Bewertung hatte. Und ich brauche unbedingt Schuhe. Dringend brauche ich Schuhe. Klingt fast wie eine Frau. Ich brauche unbedingt neue Schuhe. Ich habe nichts im Schrank. Ist auf jeden Fall schon mal ein hartes Match. Da gibt es schon die erste gelbe Karte. Jansen kann sich nicht durchsetzen. Wunderbar. Ah, da hat er sich wieder vertändelt. Everton. Oh ja. Ah, Mann ey. Immer so ein Millimeter. Die Abwehr ist auf jeden Fall sehr gut dabei. Da hätte er reinziehen können. Flanke. Schade. Erste Halbzeit auch gleich vorbei. Steht noch 0:0. Schön. Kommt jetzt nochmal die Flanke rein. Gut geklärt. Und erste Halbzeit ist vorbei. Höchstwahrscheinlich werden wir noch nicht eingewechselt. Meistens ist es so, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man wird direkt zur Halbzeit eingewechselt oder aber erst so um bei in der 60. Minute. Und hier ist es so, da müssen wir hoffen, dass wir in der 60. Minute reinkommen. Schade. Können wir mal eben normale Geschwindigkeit machen ein bisschen. Castillon. Dorda. Mhm. Ah. Freistoß. Oh oh. Gut geklärt. Und es gibt wieder Einwurf. Also im Moment hat unser Team stark zu kämpfen. Und ich weiß, sie brauchen unbedingt den Otaldo, aber der ist noch nicht draußen. Und da gibt es Abstoß. Noch kein Spielerwechsel. Manchmal muss man noch ein bisschen warten, wenn der Ball so lange hin und her geschossen wird und es schon über die 60. Minute hinaus, dass man immer noch nicht reinkommt. Ich habe schon mal gehabt, dass ich über 70. oder 80. Minute warten musste. Das ist dann ein bisschen ätzend. Aber vielleicht kommt die hier zum Abschluss und dann 61, ja. Jetzt haben unsere Jungs nochmal die Chance. Und eventuell geht es jetzt die ganze Zeit hin und her und ich komme nicht rein. Jetzt spielt doch da. Auf der Linie. Aus. Aus und vorbei. Und da kommt der Otaldo. Für Goodell. Goodell. Keine Ahnung, ich kann nicht aussprechen. Goodell J. Goodell J. Kein Plan. So, wir brauchen den Ball. Wieder für uns Einwurf. So, jetzt aber hier. Ah, oh, den hat er noch rausgefangen. Der wäre eigentlich gut gekommen. Ich muss hier echt gerade an das Spiel wieder gewöhnen. Ich versuche die ganze Zeit Spieler zu wechseln. So, ich versuche schon mal zu winken. Sehr schön, sehr schön. Lauf, Otaldo, lauf. Du bist schnell, du bist schnell. Ja, vorbereitet und Tor. Schön. Wuhu.
Damit werde ich wahrscheinlich nicht Man of the Match, aber ich habe mein Team auf jeden Fall verholfen, dass wir siegen. Und vorbereitet, also was will man Besseres? Ja gut, das Tor selbst schießen, aber da wäre ich nicht durchgekommen. Auf keinen Fall. Da war das die beste Option da direkt. Hier sehen wir es nochmal. Ein bisschen glücklich, dass der Spieler da nicht besser angeht. Pam. Super. 1-0. Schön. Ja, der Junge ist wichtig, der Otaldo. Wir sehen das gerade. Jetzt muss ich natürlich versuchen, ein bisschen noch für mich selbst zu punkten. Indem ich den Ball mir ergattere und schieße und so. Tore. Wunderbar. Ah. Mist. Die haben mich leider schon so stark bedrängt, dass ich da nicht besser schießen konnte. Ich bin halt auch noch nicht so ein starker Torschütze. Deswegen war das schon eine gute Chance für mich und ein relativ guter Abschluss dafür, dass ich nichts kann. So Jungs, wert ab und ab nach vorne mit der Pille. Ab nach vorne. Knapp am Abseits. Ah, da steht doch keiner. Hätte gehofft, dass ich da reinfliege. Da wird abgepfiffen bestimmt gleich. Ja, super. Also dafür, dass ich das Spiel im Prinzip nur vorbereitet oder das Tor nur vorbereitet habe, kann ich eigentlich zufrieden sein. Durch meine Vorarbeit, yes, Man of the Match geworden. Sehr schön. Dann können wir zum Hauptmenü mal gehen. Ihr müsst euch erst noch aneinander gewöhnen. Die Jungs kennen dein Spiel noch nicht. Wenn du das Vertrauen aufgebaut hast, sollten das Paar spielen, bla bla bla, noch kein Grund zur Panik, tralala. Naja. Schüsse aufs Tor. 1. Pässe 2 und 2. Fouls 0. Gespielte Zeit 24 Minuten. Ich habe nur 24 Minuten gespielt und trotzdem Man of the Match. Ja. Gedribbelte Distanz 44 Meter. Weil ich nur so lange den Ball hatte. Aber wir haben gewonnen und leider keine Schuhe gekriegt. Oder kommen die jetzt vielleicht noch? Hier sehen wir nochmal meine Position. Dritter Platz für rechten Außenflügelspieler. Rechter Verteidiger auch dritter und Torwart auch dritter. Okay. Nee, wie es aussieht, keine Schuhe. Hm. Das ist ja doof. Ich bin Haubolin, dein neuer Agent. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Mein Vorgänger hat mich mit allen Notwendigen versorgt. Es ist also alles bestens eingerichtet. Gut, der kriegt jetzt nochmal Geld von mir. Das heißt, ich habe diesen Monat doppelt bezahlt. Weißt du was? Du bist zum Eredivisie Man of the Match gekürt worden und hast damit ein neues Paar Schuhe gewonnen. Predator Lethal Zones, um genau zu sein. Schnelligkeit wäre natürlich noch sehr cool. Aber Schussgenauigkeit, Schusskraft, Explosivkraft, Schnelligkeit, Effekt, ja. Mhm. Als Profi sollst du im Klaren sein, wie gut du bist. Ja, dieselben Texte. Sehr gut. Wenn man spielt, gibt es auch, glaube ich, noch zusätzliche Erfahrung. Hoffe ich zumindest. Ein neues Paar Schuhe. Juhu! Achso, ich wollte die jetzt eigentlich anziehen. Da muss ich hier auf Artikel gehen. Ausrüstung. Schuhe. Habe ich noch andere? Ne, ich habe nur diese. Rosanen Schuhe. Damit steigert sich meine Schusskraft auf 62, meine Schussgenauigkeit auf 58, Explosivkraft auf 91, Schnelligkeit auf 79 und Effekt auf 58. Das ist gut, Adidas Predator. Hier kann ich nichts anlegen, weil ich nichts habe. Ich könnte was kaufen. Ich krieg pro Spiel 40, wie es aussieht. Aber da müsste ich noch ein bisschen sparen. Weil man kann hier sozusagen Ausrüstungsgegenstände anziehen. Die dann sozusagen ein Verbessern zwischen Einzeltraining plus 5. Man kann eine bestimmte Fähigkeit plus 5 haben. Hier Einzeltraining alles plus 1, alles plus 3. Das würde ich mir auf jeden Fall holen wollen. 10.000 kostet das aber. Stoppuhr. Das macht bestimmte Trainingseinheiten besser. Wenn man zum Beispiel sich besonders auf, Ausdauer gehen will, dann holt man sich das und dann steigert man schneller sich in Ausdauer. Personal Trainer macht jedes Training effektiver. Kostet 5.000.
Extra Position bringt Positionserfahrung ein Jahr. Aha. Das heißt, man kann sich das so kaufen, damit man die Position ein bisschen sich verbessert. Ich habe ja zurzeit nur linkes Mittelfeld. Das heißt, das könnten wir uns auch eventuell mal besorgen. Fähigkeitsbooster bringt spezielle Fähigkeiten eine Erfahrung. Ein Jahr Erfahrung. Okay. Spezielle Fähigkeiten. Ich glaube, da kann man so Flickflack und solche Sachen machen. Regeneration macht resistente gegen Ermüdung. Physiotherapeut resistente gegen Verletzung, auch sehr wichtig. Erhöht Tagesform um 1, wenn man so viel Geld hat. Muss ich mal kurz auf meine persönlichen Informationen gehen, meine Daten. Ich will mal sehen, wie... Aber Verletzungsanfälligkeit ist richtig gut bei mir, also 3. Das geht nicht besser. Das ist gut. Genauigkeit schwacher Fuß auch gut, Häufigkeit schwacher Fuß, also richtig gute Fähigkeiten haben wir eigentlich. Natürlich müssen wir unser Sturm und alles mögliche noch verbessern. Schnelligkeit, da möchte ich auch gerne, dass es noch hochgeht. Training habe ich im Moment auf Tor- und Passspiel. Pass mache ich vielleicht noch mal weg und gehe auf Geschwindigkeit, ein mehr. Ja, ich denke, das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dort werden wir dann wahrscheinlich gegen Ajax Amsterdam spielen, was ich zumindest so gesehen hatte. Gut, macht's gut. Tschüssi.